Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demon's Souls. So, Freunde. Ja, mittlerweile habe ich ein bisschen in den Dark Souls DLC reingeschnuppert und, ach Gott, schaut's euch an, ich bin wieder schnell. Dieser Wechsel in dieses Flinke und das Lahmarschige, das ist so krass irgendwie. Naja, irgendwie viel angenehmer. So, jetzt aber nichts mehr zu Dark Souls, sondern hier. Ich habe mich schon umgebracht, wie es sich gehört, und ein paar Seelen geschluckt. Die werden wir jetzt erstmal investieren. Ach ja, ich bleib nach wie vor auf den Vitalitäts- und Magietrip. Das ist mir einfach am liebsten. Da geht's immer um schöne 100 höher. Das ist unglaublich viel wert. Boah, und jetzt reicht's schon wieder nicht. 23.000 brauchen wir mittlerweile. Ja, meine Stimme ist immer noch ein bisschen angekratzt, aber es hält sich noch in Grenzen. Es reicht auf jeden Fall zum Zocken. So, es ist nicht mehr allzu viel, was auf dem Plan steht, denn die dritten Welten sind meistens nie so groß. Welt 1, Entschuldigung. Welt 1 heben wir uns für den Schluss auf, weil das wird nochmal ein richtig großes Kapitel. Welt 2, den Drachengott, haben wir gemacht. Die Welt ist gecleant. Ja gut, was heißt gecleant? Ich muss mich natürlich noch um die kleinen Welten-Tendenz-Events kümmern, aber wir machen das erst, wenn wir alles fertig haben. In Welt 3 haben wir noch was offen und da gehen wir jetzt rein, würde ich einfach mal sagen. Zum Keilstein des Menschenfressers. Oh, zum Glück haben wir das hinter uns gebracht. Die Gefängnisse Latrias sind voll mit dem Fleisch ihrer Opfer, ihres alten, einstmals menschlichen Meisters, der dort seine eigenen Dämonen schafft. Ja, vielleicht werden wir genau die sehen, aber vielleicht auch den Meister. Wer weiß, wer weiß. Ja, ab in eine, ja, vielleicht die atmosreichste Welt überhaupt. Ich kann mich an den dritten Abschnitt so gut wie gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, er ist nicht allzu groß. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, jemand hat mir auch geschrieben, dass man sich hier irgendwie auch als Phantom rufen lassen kann, auch im Offline-Modus. Und dass der Meister einen dann ruft, wenn man ihn unter diesen Bedingungen dann tötet oder so. Irgendwie so war das. Dann bekommt man seinen doch sehr krass aussehenden Hut. Aber ich möchte euch den regulären Weg zeigen. Auch den Laufweg bis dahin. Oh, da kommen wir gleich noch ein paar Seelen. Verdammt, hätte ich mir die jetzt geholt und dann könnte ich dies ausgeben. Egal. Ah. So, gehen wir mal den Turm hoch. Jo, da freut man sich doch, oder? Oh Gott, ich darf nicht lachen, ey. Ja, halten wir fest, die Stühle waren im Sonderangebot anscheinend, da musste einfach zuschlagen. Gab's dann eindeutig einen Mengenrabatt und euch mag ich nicht im Nahkampf. Komm. Oh, ich hält. Komm, töte sie. Das auch. Danke. Ja, man hat auch ein paar Sachen gesehen, die einen vielleicht ein bisschen an Dark Souls erinnern. Zum einen der Hut, den gab es in Dark Souls auch. Und ja, es erinnert ein bisschen daran, weil den konnte man in Dark Souls auch bekommen. Aber ich glaube, er bringt nichts. Und deswegen, wie gesagt, ich mache den regulären Weg jetzt. Zumal es nicht ganz sicher ist, ob das überhaupt im Offline-Modus funktioniert. Ich denke aber schon. Naja, vielleicht ist das so eine Sache, die ich mal im New Game Plus zeigen kann.
Was auch interessant war, er hat diese Seelenmasse dann gehabt, dieses beschwörte Etwas. Das hat man auch sehr deutlich gesehen. Diese Seelenmasse, ich weiß jetzt nicht, wie sie hier in Demon's Souls heißt, die will ich auch haben. Ich glaube, wenn wir den töten, dann bekommen wir die gelbe Dämonenseele. Damit könnte ich mir zwar auch diesen Wahnsinnsfokus machen, aber von dem habt ihr mir größtenteils abgeraten, weil eben dann wieder weniger Magiekraft zur Verfügung steht. Nein, ich glaube, ich hätte lieber gerne die Seelenmasse, denn die war immer sehr effektiv und den hasse ich. Oh, der hält noch viel aus. Was ist da los? Ja, Junge, du musst um die Ecke denken, zaubern. ich glaube, meine Magie ist gleich leer. Einmal reicht noch, oder? Oh, Junge, du raffst es nicht, oder? Du raffst es nicht, aber du darfst nicht so nah kommen. Komm, lass mich mal da schnell was schlürfen. Noch eins. So, jetzt kann es weitergehen. Jo. Nee, nee, nee. Euch mache ich ganz bestimmt nicht. Im Nahkampf. Habe ich keinen Bock drauf. Wir gehen immer weiter und immer weiter. Ach komm, ich... Oh, noch so ein Vieh, ey. Ihr nervt mich. Ja komm, wir nehmen gleich noch ein Magieteilchen. Da haben wir ja genug davon. Hi. Bewacht ja alle euren Herren und Meister, hä? Das sah schon krass aus. Der Hüter dieser Welt. Oh, noch so einer, ey. Wie ätzend. Kannst du noch so schnell laufen, du erreichst mich nicht, glaub's mir. So, glaub's mir jetzt. Tschüss. Mann, oh Mann. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Führt mich zu eurem Meister. Oh. Ach, bis ich jetzt... Ah, die lebt noch. Nein, tu's nicht. Ey. Auch die blieb nicht verschont, sehr gut. Da noch jemand? Oh, es geht los. Schnell, wir nehmen uns das noch. Mondlichtsteinklumpen. Okay, Freunde. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wie der funktioniert. Wir probieren es einfach mit der guten alten Magie. Mehr als sterben können wir nicht. So, eine Schonung bitte. Auf dass wir verschont bleiben von diesem Monstrum. Okay, Magie als erstes ausrüsten und los geht der Spaß. Hallo, alter Mönch. Mit dem lustigsten Hut ever. So, wie sieht's aus? Schadenmäßig doch, das macht einen guten Eindruck. Ich hatte als Nahkämpfer nicht wirklich Probleme mit ihm, das weiß ich noch. Als Magier anscheinend kann er doch richtig geil... meinen Dingern ausrüsten, wenn er mag. Nicht immer. Ja. Komm, wir probieren es mal mit den normalen Dingern. So, weil ich meine, der war gar nicht so schwer. Ja. Oh, wow, wow, jetzt hat er Seelenmasse gemacht. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ja, die Seelenmasse ist so komisch gelb. Ich würde mich gerne mal heilen. Also, wenn du mich mal ganz kurz in Ruhe lassen würdest, danke. So, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Du kannst reinhauen, wenn du magst, ich hab's kapiert. So, aber das sieht doch gut aus, was wir da machen, oder? Der erste, wo ich tatsächlich lieber einen Nahkampf mache, unfassbar. Lass mal wieder ab von mir, ich würde mich gern heilen, danke. Ja. Ich auch. So, lala. Ja, der ist einfach, Leute, also ich weiß nicht. Der ist süß. Die Seelenmasse trifft mich so gut wie nie. Einfach seine Attacke abwarten und dann ihn angreifen. Das ist schaffbar, also... Sein Schaden ist auch nicht gerade die Welt. Ah, gut, jetzt weiche ich halt ein bisschen aus, aber mein Gott, er ist down. So, tschüss. Kleiner Tipp, dein Hut hat dich behindert. Ja, also mit dem Hut will ich eh nicht rumrennen. Ich habe auch meinen Stolz, mal ehrlich. Lass ich doch lieber meine Glatze hervorglänzen. Die glänzende Glatze. Ja, gut. Ja, super einfach. Ich weiß auch nicht. Zum Glück haben sich diese dutzenden Stühle nicht eingemischt. Schaut's euch an. Das ist doch krank. Mann, oh Mann, oh Mann. Scheint nur für 1 Cent oder so. Und, na, will jemand da hochkraxeln? Da oben ist keiner mehr. Es sah ja so aus, als hätte er dieses Vieh beschworen. Aber das war auch er selbst irgendwie.
Ach, was auch immer. Auf jeden Fall, die Welt ist abgeschlossen, Freunde. Ja, das war's schon. Vom Turm von Ladria. Hab's euch ja gesagt, das ist nicht mehr so groß. Also noch ein paar Bilderchen. Komm, die gucken wir uns an. Kann man noch ein bisschen Geschichte hineininterpretieren, auch wenn man nicht viel erkennt. Schade. Nee, das ist alles so Verwaschung am Arsch und... Da noch ein bisschen gucken, komm. So viel Zeit muss sein. Ja gut, das bringt nichts. Gut, würde ich sagen, gehen wir. Und dann können wir uns auch gleich unser Zauberchen holen. Die gelbe Dämonenseele. Ab mit uns. Ach schön, 50.000 Seelen, da können wir auch schon wieder leveln. Zwei Levels sollten da reichen. Ja, wenn das so wie geschnitten Brot läuft, dann können wir natürlich auch gleich in die nächste Welt stampfen. Das wäre dann Welt 4. Oh, Welt 4 wird episch. Also von der Boss-Inszenierung her. Aber brauche ich dann noch nicht etwas? Oder kriege ich das da dann gleich? Ich muss mich dann mal umgucken. Das ist ein richtig geiler Kampf, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Jetzt aber erstmal wieder das klassische Sterben. Denn wir wollen ja die Weltendenz unberührt lassen. In einem strahlenden Weiß. Denn das werden wir dann gleich nach Welt 3 machen. Quatsch, nach den dritten Welten. Nach den dritten Welten, wie das klingt. Aber ihr wisst, was ich meine. Dann kümmern wir uns um die Weltendenz. Erst die weiße, dann die schwarze. Und dann machen wir zum krönenden Abschluss Welt 1. Es sind noch ein paar Parts, keine Sorge. Zumal ich ja dann noch ein bisschen... Ach, wo laufe ich denn hin? Zumal ich dann ja noch ein bisschen euch im New Game Plus zeigen werde als Boni. So. Schnell nach oben und dann wird geshoppt. Gelbe Dämonenseele, ich warte schon lange drauf. Endlich mal wieder ein neuer Zauberspruch hier. Ich werde wohl die Schonung dann rausnehmen, weil ganz ehrlich, die bringt's nicht, ey. Ihr habt's gesehen jetzt beim Mönch. Uff. Ja, sicher ein bisschen Verteidigung, aber das ist immer so kurz... Im Kampf selbst kommt man eh nicht dazu, das zu beschwören. Das nee, ist nicht so meins. Habe ich mir besser vorgestellt. So. Kurz überlegen, wo sind denn meine Magiefreunde? Hab gerade ein Brett vor dem Kopf mal wieder. So, irgendwie da hinten hin. Genau. Da hinten waren sie doch rumgelungert. Hallo, ich habe euch schon lange nicht mehr besucht. Ich gehe gleich zu meinem Big King hier. Hi. Bravo! You have brought more demon souls to me. Thank you. You are a fine magician. Let me pass on further arts of the wand. Jo, deswegen bin ich hier. Ja, komm. Ist gut. Sag's immer das Gleiche. Wir wollen was lernen. So. Der Seelenzugpfeil, das ist das... Die klassische Seelenmasse, die auch der Mönch benutzt hat. Schießt einen Seelenpfeil, der sein Ziel sucht. Der Alte war wenig mehr als ein Medium für die Roben des Wahnsinns. Dieser Zauber reflektiert das Trachten des Alten nach Macht, die nicht seine war. Genau das wollen wir für die gelbe Dämonenseele. Wir gucken mal, was wir sonst noch so haben. Feuerball, gut, ich will nicht auf Feuer gehen. Ganz ehrlich, das mache ich in diesem Run diesmal nicht. Feuerhagel, weiß nicht. Nee, ich will nicht auf Feuer gehen. Giftwolke interessiert mich nicht, Säurewolke auch nicht. Tarnumhang brauchen wir nicht, da haben wir unseren Ring, Wasserschleier, Dämonenstreich. Nee, das Einzige, was wir wollen, ist der Seelenzugpfeil, bitte. Oh, ich sehe gerade, der braucht zwei Slots. Verstehe ich das richtig? Da musste ich ja meinen anderen rausnehmen. Das gefällt mir wiederum nicht. Das heißt, ich muss ein bisschen in die Zauberei investieren, damit ich drei Slots habe. Egal, das ist es mir wert. Dann habe ich mal wieder einen Grund zum Leveln. So, haben wir das gekauft. Bring me more demon. Ja. Jetzt hast du erstmal wieder genug, ne? Kleiner Gierschlund, du. So, wir gehen auch auf die andere Seite, denn ich werde endlich mal einem Ruf nachkommen, was ich eigentlich schon hätte lang machen können. Wir können nämlich ein Wunder lernen. So, von dir? Oh, is that you again? Do you have further gifts to offer? Ja, wir lernen jetzt einfach mal die Heilung für 5000. Das, kann einfach mal praktisch sein. Ob wir es jemals benutzen, ist die andere Frage. Ich gucke einfach mal, was es hier sonst noch so gibt. Gerade bei den Dämonenseelen interessiert mich das natürlich. Zweitleben. Erweckt den Wirker einmal von den Toten auf. Eigentlich eine geile Sache, ne? Vom alten Helden. Die pralle Dämonenseele, Regeneration, Reinigung.
Verbannung. Verbann den Wirker umgehend schwarze Phantom. Achso, okay, ist nicht so wichtig. Gottes Zorn, ich glaube, das habe ich in meinem ersten Durchgang mal benutzt, aber es hat mich letztendlich doch nicht so, ja, einen großen Kraftstoß. Ja, es hat mich nicht so überzeugt, ganz ehrlich. Na gut. God bless this brave Umbas. Wer sich mehr für Wunder interessiert, der muss eben, ja, selbst mal spielen. Man kann ja sich nicht alles reinziehen. So, ich habe was vergessen. Ich muss natürlich das Ding noch ausrüsten. Sonst bringt mir das herzlich wenig. Hi. Ja, komm. Hast du Alzheimer oder was? Ich war eben bei dir. So. Ja, genau. Ich würde gerne meine Seelen-Suchpfeile hier reinmachen. Brauche ich aber zwei Slots. Das heißt, ich muss... Moment mal, das geht sich doch auf. Aha, das geht sich doch auf. Weil meine Schonung zwei frisst. Haha, sehr perfekt. Da muss ich doch nicht leveln. Habe ich ganz vergessen. Entschuldigt die Huste, aber... So. Den Zugpfeil. Perfekt. Bring me more. So. Schön. Ah ja, schöne Sache. Ich hoffe, die fressen nicht so viel Magie. Bin ich mal gespannt. Okay, gut. Sind wir wieder ein Stückchen stärker und ich würde sagen, wo ist meine Süße? Wo steht sie wieder rum? Wo ist sie denn? Ach, da oben wahrscheinlich. Nee. Bin ich blind? Wo ist meine Jungfrau? Meistens steht sie ja da, wo man hergekommen ist. Und das war Welt 3. Vielleicht sehe ich sie nur nicht. Hallo? Ach, da sitzt sie da ganz hinten still und heimlich in der Ecke. Ja, wir berühren wie immer dein Inneres. Wir hätten gerne... Ja, mal Vitalität noch her. Sodala. 2000, komm, die kriegen wir zusammen. Ich hab ja Seelen bekommen. Moment. Ja, ist doch gut jetzt. Jetzt sei mal ruhig, ich muss hier meine Seelen rausholen. Genau. Ja, die Soldaten... die müssten reichen, definitiv. Ich weiß jetzt nicht, welche wie viel gibt. Probieren wir es mit der. Ah, die war nix. Das reicht nicht, aber die muss reichen. Ja, die ist schon fast ein bisschen über. So. Ein Level noch kriege ich von dir. Hallo. Oh, I've not seen nicht du, du Penner. Schubst dich gleich runter. Well. Schnauze. So, komm. Okay. Einmal noch Magie, bitte. Perfekt. Jawohl, wir sind fertig. Und nun geht's weiter Richtung Welt 4. Jawohl. Der Kaltstein des alten Helden. Nach der Reinigung werden die Toten dem von Sturmbestien bekleideten Sturmkönig geopfert, dessen Schweigen den Himmel verdunkeln. Genau das machen wir jetzt. Mal gucken, ob es da auch so wunderbar läuft, aber das wird ein bisschen anstrengender. Zumal ich brauche da noch eine Kleinigkeit, sonst habe ich keine Chance. Naja, mal schauen. Oder habe ich es schon bekommen? Nee, ich glaube nicht. Ja, Welt 4 hat mir letztendlich die meisten Nerven gekostet, vor allem dieses letzte Gebiet mit den Slendermans. Nee, kein Bock mehr, Leute. Wir gehen gleich da raus und ich glaube, dann sind wir auch sofort beim Endgegner, wenn ich mich nicht irre. Da müssen wir uns dann erstmal in dem Gebiet ein bisschen umgucken, bevor wir gegen den Kerl kämpfen. Jo, der Sturmkönig. Sehr passender Name natürlich. Er ist auch für diese rochenähnlichen Viecher und ja, sowas von verantwortlich.
Und wenn wir den König besiegen, dann haben wir dieses Problem auch in dieser Welt erledigt. Ich glaube, diese Kleinen sind nachspawnbar. Es bringt überhaupt nichts, sich um die zu kümmern. Wir müssen uns um Big King kümmern. Aber das können wir noch nicht wirklich. Beziehungsweise doch, wir könnten es wahrscheinlich, weil wir haben ja Fernkampf. Es gibt aber eine deutlich wirkungsvollere Taktik, die auch deutlich mehr reinzieht. Vielleicht ist es auch die einzige Taktik. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob stinknormaler Fernkampf wirklich ja, das Problem löst. Das ist eine Kristall, das sind zwei Kristallechsen, das habe ich nicht gesucht. Aber das da hinten ist unser Item, das wir gerade brauchen. Komm, dann stirb halt, Mensch. Wichtig ist eigentlich nie an einer Stelle stehen bleiben, sonst, ihr wisst ja, wie es ist. Die mit ihren verdammten Speeren. Wir ziehen dieses Schwert heraus. Jawohl. Und haben den Sturmgebieter. Genau damit werden wir jetzt ganz episch versuchen, den Kerl zu töten. So, wir rüsten es aus. Machen es als eine Zweihandwaffe. Und nun brauchen wir nur noch Big King, beziehungsweise ich zeige euch mal, was daran so geil ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Gegner anvisieren, irgendeinen, und dann R2 drücken. Ja, da passiert gar nichts, aber auf die Art muss man das Vieh töten können. Vielleicht auch nur den Boss. Oder es darf nichts im Weg stehen, das kann auch sein. Oder man muss genau drunter stehen, ich weiß es nicht mehr so genau. Ist auch egal, ich will mich mit den Kleinen gar nicht aufhalten. Das ist so eine richtig krasse Fernkampf-Sturmattacke, die wir da machen. Und das zieht ordentlich rein. So, wo ist denn der Big King? Ich weiß, der kommt nur manchmal. Oder muss ich doch erst ein paar Kleine killen, damit er kommt? Ich weiß es nicht mehr. Komm, ich probiere es jetzt nochmal. Sag mal, trifft man die so schlecht? Das habe ich gar nicht so in Erinnerung. Ah, eben. Ja, das Schöne daran ist, sind One-Hits. Gewöhnlich. So, ich muss jetzt aber mal aufpassen. Nach welcher Voraussetzung kommt denn Big King? Ich weiß es nicht mehr. Ah, ist das nicht geil? Dann räume ich halt erst hier mal auf. Vielleicht spawnen sie ja doch nicht nach. Ich weiß es nicht mehr. Ach, komm. Sehr schön. Oh, ich muss mich heilen. Oh, ich muss mich heilen. Verdammt nochmal. Komm, schnell. So, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das was bringt gegen die Kleinen, aber ich sehe halt den Großen gerade gar nicht. Vielleicht muss ich erst die Babys töten, damit Mami kommt. Wer weiß, wer weiß. Ich hoffe, meine Heilung reicht. Ja, ist zu weit weg. Der muss schon relativ nah an mir stehen. Damit da was geht. Ja, wo ist jetzt los? Ja, ich dezimiere sie anscheinend schon, ne? Deutlich weniger los. Ah, Moment, Moment. Bist du nicht hier? Das Mutterschiff? Hi, da bist du ja. Nein, ich will das Große hier. Ja, 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 ja. Nein, wie er immer den Falschen anvisiert. Was meinst du, was ich hier will? Ah, ich hasse dich. Ich hasse dich. Wow, wow, wow. Nein, nein, nein. Ich will doch den Großen anvisieren. Das kann doch nicht so... Ey, wie dumm ist er. Wie dumm ist er. Na gut. Bei der großen Masse trifft man auch den mit wenigstens. Komm, bleib noch ein bisschen bei mir. Komm. Man kann das natürlich auch normal verwenden. Oh, sehr schön. Schaut es euch an, wie die Seelen hier runterprasseln. So, und er kommt wieder. Ein richtig geiles Geschöpf, oder? Richtig geil inszeniert, auch der Kampf. Das Schwert könnt ihr natürlich auch außerhalb des Dingens benutzen, aber diese Attacke, die frisst... Ich hasse ihn, ey, dafür, dass er das macht. Das Ding ist kilometerweit. Und er greift einfach das an. Das gibt's ja wohl nicht. So, komm. Schön. Okay. Oh, 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 beinahe. Scheiße. Soll schon gucken, wo ich hinlaufe. Ja, das Ding kann relativ leicht zerbrechen. Also nach dem Kampf wird es auch schon fast kaputt sein. Aber man kann es ja reparieren. Also von daher nicht so schlimm. Und es macht einen guten Schaden. Ich will es jetzt nicht probieren, aber egal, was ihr für einen Fernkampf oder Magie habt, das Schwert macht einen geileren Schaden. So viel ist sicher. Nervt mich halt damit, ey. So, und jetzt kommt es wieder. Ist ja gut. Und jetzt komm, jetzt sind wir dran. Bam. Und nochmal. Ihr merkt es natürlich auch an der Ausdauer, es frisst ordentlich. Aber das ist uns egal.
Nur noch einmal, komm, das könnten wir schaffen. Nein, er ist schon wieder zu weit weg. Du Penner. Bleib hier. Noch eine Runde. Okay, das wird gut gehen. Das wird gut enden. Ich schluck lieber noch einen Teil. Komm, mein Freund. Ja, die spawnen wirklich nicht nach, wie ihr seht. Jetzt ist wirklich nur noch unser Sturmkönig da. Er wird jetzt noch einmal zur Attacke kommen. Und dann ist er fällig. Oh, ja, da trifft er halt. Mein Gott. Ist mir egal, denn jetzt treffe ich. Komm. Und das war's. Der Dämon wurde vernichtet. Du hältst an der Dämonzelle und Macht, die alle menschlichen Vorstellungen zeigt. Du würdest wiederbelebt. Du hast deinen Körper wieder lang. Bringe mir Seelen der Mondhüter. Ja, Entschuldigung. Ja, wir haben es geschafft, Freunde. Geil. Das war's. Ich zeige euch jetzt mal das Schwert in seinen Details. Ja. So, da haben wir's. 150 physischer Angriff ist jetzt nicht so die Welt. Und... ja, ist jetzt nichts Besonderes, aber eben wegen diesem besonderen Angriff, wo man erstmal drauf kommen muss, dass das damit geht. Der Sturmgebieter, legendärer Andertalthelber mit gezackter Klinge, benannt nach dem Sturmbändiger. Die Ahnen der Schattenmenschen sollen damit Stürme und Wolken des Himmels bezwungen haben. Die längst vergessene Klinge hat einen Großteil ihrer Macht eingebüßt. Doch eingesetzt im Monolithwald, wo die Geister der Ahnen schlummern, können ihre alte Macht wieder erweckt werden, um den Himmel erneut zu bezwingen. Schöne Sache, aber wir wechseln jetzt wieder um. Es hat seinen Dienst absolut gut getan. So, ja, das war's auch schon mit Welt 4. Das läuft ja heute wie geschmiert hier. Hätte ich nicht gedacht. Aber naja, gut, ich habe gerade in letzter Zeit so oft gefailt. Da tut jetzt mal sowas auch wieder gut. So, wir gucken uns schnell noch ein bisschen um. Ich glaube, da hinten habe ich noch was klingern gesehen, oder... Ach, das... Doch, da war was, Moment. Ja. Toll. Wie immer, absolut begeistert. So, liegt hier noch irgendwo was? Jetzt kurz alles mal in Ruhe anschauen. Aber es sieht nicht danach aus. Mensch, dann können wir schon wieder eine Runde Level gehen. Das läuft, das läuft, das läuft. Aber ich hab's euch ja gesagt, die dritten Bosse sind einfacher. Die sind zwar epischer inszeniert, aber von der Schwierigkeit her deutlich angenehmer. Okay, ich glaube, da ist nichts mehr. Wir könnten jetzt nochmal schnell hochlaufen, aber... Ich habe so das Gefühl, das war's. Ja, ich denke, da ist nichts mehr. Doch, da drin ist noch was. Das holen wir uns noch. Kommen wir da rein? Von da nicht, oder? Oder? Doch. Heilige Pfeile. Sehr schön. Freut mich. Sehr, sehr gut. Ja, da müssen wir uns schon wieder im Nexus krepieren lassen. Da bringen wir es hinter uns. Und zack. Jawohl, stürmische Dämonenseele bekommen wir natürlich noch. Und einen reinen Wolkenstein. Ab zum Nexus. Welt 4 clear. Ja, mein Gott, wenn das jetzt in Welt 5 genauso gut läuft, und das könnte es sogar, dann werden wir im nächsten Part uns schon um die Weltentendenz-Events kümmern. Oh, und hört mal. Lauscht der Musik. Ja, eine neue, schöne, dezente Musik. Ja, die uns verkünden möchte, das Ende ist nahe. Es dauert gar nicht mehr so lange. Fast schon tragisch, ne? Ich habe so das Gefühl, Demon's Souls und Dark Souls DLC, das wird gleichzeitig aufhören. Aber naja. Ich schätze, dann dauert es auch nicht mehr lange. Und dann kommt die Ankündigung eines neuen Souls-Spiels. Das werden wir natürlich auch spielen. Wahrscheinlich sofort zum Release. Blind. Das wird was. Ja, das wird dann mein erstes richtiges Blind-Game in der Souls-Reihe. Hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Ich meine, wie seht ihr das? Blind ist natürlich so eine Sache, man erlebt es zum ersten Mal. Man weiß nicht, was kommt. Ist natürlich sowohl für den Spieler als auch für den Zuschauer irgendwie spannender, denke ich mal. Also, ich gucke mir auch lieber Blind-Let's Plays an. Andererseits, wenn man es selbst spielt und in ein Let's Play reingucken will, um Hilfe zu ergattern, dann ist es natürlich praktischer, ja, wenn man das Spiel kennt. Also der Let's Player, wenn der das kennt.
Weil wenn er es nicht kennt, dann kann er euch auch nichts Walkthrough-technisch beibringen oder so. Okay, so. Jetzt werden wir erstmal wieder zur Jungfrau gehen. Ist doch klar. Wir haben es mal wieder nötig. Ach, wo habe ich dies letzte Mal abgestellt? Da. Hi, Süße. Wir haben was zu tun. Mal wieder. Ein bisschen Vita, ein bisschen Magie. Da, 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 da. Ja. So, okay, gut. Das hätten wir erledigt. Jetzt gehen wir einfach schnurstracks in Welt 5. Der Kalkstein des Schmutzkolosses. In dem von verseuchten Kreaturen bewohnten Sumpf liegt ein verdorbenes Tal, zu dem die Armen pilgern, um ihre Seelen zu opfern und sich ihres Leids zu entledigen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, erwartet uns dort unten kein richtiger Boss. Ich meine theoretisch schon. Ach, wie war denn das, ey? Hat man da eine Entscheidung zu fallen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, ich bin mir echt nicht mehr sicher. Entweder oder. Naja, ich werde das Einfache nehmen. Also ich... Ach, egal, ihr werdet es ja sehen. Vielleicht rede ich auch gerade voll den Stuss. Ja, der Schmutzkoloss. Das war lustig hier, ne? Und auch hier gibt es nicht wirklich noch eine dritte Welt. Das gibt es eigentlich nur in Welt 1 so richtig. Ja. Wir steigen weiter herunter, würde ich sagen. Obwohl, doch, hier gibt es noch ein bisschen was. Ach, wenn er sich halt nicht so wie bei Dark Souls so schön runterkleiden lassen kann. Ist er ganz schön lahm. Genau, da sind nämlich noch ein paar Items. Man sollte nicht so schnell machen, weil ich meine, hier sind noch ein paar Gegner. Witwenlotus, okay. Ah, hab ich schon mal gesagt. Okay, ist ja nichts passiert. Aber ich glaube, ich hätte auch den Weg nehmen können. Ja, egal, den lassen wir jetzt. Weiter. Das ist ein unangenehmes Gebiet hier, was jetzt gleich kommt. Und ja, stimmt, es ist... Ah, jetzt höre ich dieses Handygeräusch, ich hasse es. Egal, ihr hört es wahrscheinlich nicht. Da ist... ach komm, ich zeig's euch einfach. Man hört's ja auch schon. Naja. Go forth, Garvinland. May you be unharmed. Jo, genau. Wir sind hier im nächsten Bossgebiet. Auch wenn wir hier noch keinen... Doch, die Jungfrau Astrea. Leave us, Slayer of Demons. Und das, Freunde... This is a sanctuary for the lost and wretched. There is nothing here for you to pillage or plunder. Please, leave quietly. Das ist irgendwie ein richtig trauriger Kampf irgendwie. Habt ihr ja jetzt gehört, unsere gute Jungfrau. Sie ist eigentlich auf Frieden aus, hat ihren Wächter geschickt. Mit dem Wächter könnten wir auch kämpfen und der hat es auch in sich. Aber ich weiß, ich glaube zu wissen, hoppala, dass wir doch eher gegen die Jungfrau kämpfen sollten. Denn dann ist der Kampf zu Ende. Irgendwie so war das und es ist auch deutlich einfacher. Hier ist alles voll mit diesen Zombies, deswegen schlagen meine Dinger auch aus. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich wollte eigentlich nicht hier runterfallen. Ich glaube, hier hinten, irgendwo da hinten ist sie. Da müssen wir hin. Der Wächter ist auch nicht unbedingt jetzt angriffslustig. Er beschützt einfach nur seine Lady und ich hab's schon mal in Dark Souls... Oh Gott, Pest hier unten, oh Gott. Er ist bloß nicht heruntergegangen, das ist ja widerlich. Was sind das für Viecher, schaut's euch an. Okay, das solltet ihr eigentlich nicht machen. Das ist tödlich hier unten. Ja, gut, das war ein geiler Kampf.
Es geht halt nicht ohne Fails. Was soll ich machen? Es geht halt nicht ohne Fails. Nee, gut, ich glaube, wir ignorieren den Schlamm dort unten. Das können wir uns auch noch angucken, wenn der Endboss erledigt ist. Wir gehen gleich wieder da runter. Ja, ich finde es einfach unschön, ehrlich gesagt, wenn man so wenige schöne Dinge in einer grausamen Welt vernichten muss. Das ging mir bei Dark Souls so, bei der Prinzessin. Gut, die musste man nicht töten. Das konnte man, aber nee, das mag ich einfach nicht. Und hier mag ich es genauso wenig und ich glaube, hier muss man es tun. Man könnte natürlich diesen Wächter besiegen. Vielleicht muss man es sogar. Aber letztendlich endet der Kampf erst, wenn man diese doch sehr menschlich aussehende und eigentlich sehr friedvolle Frau tötet. Ich bin da sehr zwiespaltig drin. Es ätzt mich ein bisschen an und die Musik tragt weiteres dazu bei, dass man sich ein bisschen schlecht dabei fühlt, denn sie ist wirklich sehr schön und hat so ein bisschen Melancholie. Ich meine, schaut es euch an. Wir könnten doch wirklich gehen und es lassen. Aber nein, wir müssen. Also tun wir es nun auch. Am besten ohne runterzufallen diesmal. Ich werde es mal versuchen, gegen den Wächter zu kämpfen. Ich weiß nicht mehr, wie er drauf ist. Da hinten steht er. Er will mich nicht durchlassen zu ihr. Und ich weiß auch nicht mehr, wie er drauf war. Man kann ihn auch umgehen. Ich werde es jetzt aber... Oh Mann, wie blöd das mit den Zähnenfallen ist, ey. Ihr trefft doch da hinten nicht. Ich glaube, kann man ihn überhaupt besiegen? Ich weiß es gar nicht mehr. Er ist auf jeden Fall unglaublich gefährlich. Dann probiere ich nochmal so. Na, der kriegt keinen Schaden, solange er absolut defensiv eingestellt. Oh, es sei denn halt... Ja, ach nee, jetzt ausgerechnet jetzt. Ah. Komm. Er will gar nicht kämpfen, ihr merkt das schon. Er bleibt einfach nur an dieser engen Schneide stehen, damit ich nicht durchkomme. Aber na gut. Gehen wir das nochmal, komm. Du machst mal deinen Angriff hier, komm. Wow, das zieht aber auch böse rein. Ah, Mann. Komm. Wenn ich dem ausweichen könnte, dann... Nee, da komme ich gar nicht. Komm schon. Also es geht natürlich. Man kann ihn treffen, wie ihr seht. Oh, was schaut euch an, was ich ihm nur abziehe. Übelst, übelst. Ja, und im Nahkampf ist er sehr gefährlich. Weil ihr habt es gesehen, wenn ich nicht mein Schild zücken würde, wäre das ganz schön viel Schaden. Deswegen würde ich sagen, wir ignorieren ihn einfach und ja, machen das, was wir am besten können. Nämlich die Schwachen töten. So, komm, wir rennen schnell durch. Nicht anvisieren. Durch, durch, durch. Er wird uns jetzt natürlich verfolgen. Jetzt ist er ganz schön aggro. Ist klar. Wir gehen zur... Ja, Prinzessin wollte ich jetzt sagen. Zur Priesterin, nenne ich sie einfach mal. Zu einer Heiligen. Unglaublich langsam, verpestet und es tut mir leid. Weil du bist... Ah, es tut einem einfach nur weh. Wie es einem einfach nur weh tut. Scheiße, ich habe meine Heilung nicht ausgerüstet. Ich kann nichts machen. Oh Gott. Oh. Ah, okay, das war nix. Das war jetzt mal nix. Ja, der Wächter ist natürlich... Ja, sauer. Okay, da kommen doch noch ein paar Fails. Ist ja beruhigend. Hätte mich auch doch schwer gewundert, wenn wir einfach so straight forward machen. Okay, wir könnten den Wächter... Ja, ihn zu töten wäre fast das Einfachste. Nein, nicht das Einfachste, aber das Sicherste, dass wir dann mit Ruhe uns mit der Dame beschäftigen können. Oder wir werden sie erst einmal ein bisschen damagen, hauen dann wieder ab und locken den Wächter wieder weg. Ich weiß nicht, ihr habt gesehen, wie wenig Schaden ich ihm mache. Ich könnte es mal mit dem Schwert probieren. Probieren wir es nochmal. Auf jeden Fall habe ich keinen Bock, in die Suppe da unten reinzugehen, weil das ist voll mit diesen Pestviechern. Widerlich. Die Items holen wir uns später. Na gut. Gehen wir erneut dorthin. Mal schauen, was mein Schwert ausrichtet. Hi. Oh Mann, wie er reinhaut, ey. Wie er einfach so unglaublich fett reinhaut. Ich habe halt die Befürchtung, dass es nicht aufgehen wird mit meiner... Okay. Ja, wenn man das jetzt konzentriert weitermachen würde, dann geht's ja. Ja.
Eigentlich gar nicht so schwer, oder? Oh. Okay. Ja, das ist doch jetzt ein Angriffsmuster, das ich in die Realität umsetzen kann. Ah, Mist, jetzt hat er geblockt. Komm. Ah, du. Hey, ich will dein Schild haben, weißt du? Das ist ja abartig. Da geht nichts, aber auch gar nichts durch. Weder Magie noch sonst was. Oh, aber trotzdem, wie oft ich ihm schon reingehauen habe und es ist ihm so egal einfach. Das ist unglaublich. Na komm. Wir stoßen auch immer mehr zurück. Dieser dumme Felsen da oben, der macht mir ein bisschen die Sicht kaputt. Das nervt. Na komm. Lass mal ein bisschen anpieksen und dann benutzt er auch seine blöde Waffe. Komm. Jawohl. Langwierig. Dieser Wächter hat es echt in sich. Aber dann haben wir wenigstens unsere Ruhe. Komm. Ah, oh, Mist, jetzt hat er mich doch noch getroffen. Was für eine Ah, Waffe zerstört. Wie bitte? What the fuck? Das ist jetzt ein ganz schlechter Zeitpunkt, Jungs. Oh, nö. Jetzt mache ich kaum noch Schaden mit meiner Waffe. Verdammt. Penner. Ich will jetzt nicht mit Magie agieren. Das lief doch so gut. Oh, schaut euch den Fitzelschaden an. Das ist doch blöd. Ah, der blockt das so schnell. Komme ich gar nicht nach. Oh Mann, das ist doch... Das ist doch jetzt scheiße. Warum muss jetzt meine Waffe kaputt gehen? Aber ich glaube, das liegt einfach an ihm. Er ist halt so ein Brocken. Naja, da führt jetzt nichts dran vorbei. Wir müssen weiterkämpfen. Gibt kein Zurückkehren, kein Mimi. Es ist zwar verdammt wenig Schaden, aber letztendlich kriegen wir ihn. Und wir haben zum Glück genug Magie dabei. So, komm. Na komm. Braver Junge. Jawohl. Es wird funktionieren, Leute. Ja, also wenn ihr gegen den kämpft, merkt euch, nehmt eine Ersatzwaffe mit. komm her. Oh Mann, es ist jetzt kacke, weil ich nicht mehr sehe. Das nervt. Das ist zum Teil echt blöd mit diesen Felsen gemacht. Das. Blöde Sache. Dann gehe ich zu nah an ihm, weil ich es nicht genau sehe und. Naja. Wie war das mit Mimimi? Penner. Mist, jetzt hat er sich schon wieder defensiv gestellt. Komm. Komm. Mach's. Na komm. Du Depp, du. Bloß nicht runterfallen, das wäre es jetzt natürlich. Wir haben ihn bald, Leute. Ja, es zieht sich jetzt ein bisschen, aber was soll's. Komm schon, tu es. Braver Junge. Wieder ein bisschen Magie schlürfen hier. Es tut mir leid, aber ich werde diesmal siegreich sein. Glaube ich zumindest, wenn ich nicht irgendeinen Blödsinn mache. Oh, was macht er? Ne, 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 nicht heilen! Nicht heilen, Junge! Nein! Ach, komm! Ah, nö! Der kann sich heilen! Ach, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Oh, leck mich doch! Oh, nö! Also, so ein Cheater, so ein... Ja, ich weiß, ich heile mich auch ständig, aber trotzdem! Oh, wie ärgerlich! Ja, also, dann machen wir das anders. Dann muss ich halt auch wieder die feige Taktik machen. Ich hätte ihn jetzt echt gern... besiegt bis zum Schluss, aber so. Nö, 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 nö. Leck mich. Penner. Nö, ganz ehrlich. Kein Bock. Ah, auf die Heilung. Ah, sind meine Seelendinger am Arsch. Was soll denn das? Ah, das reicht wieder nicht. Der wird mich jetzt wieder gleich von hinten dumm anmachen. Es sei denn, ich lock ihn weg. Das werde ich jetzt mal versuchen. Ja, komm, wir gehen jetzt mal... Was war denn das jetzt? Ach, die kann sich auch wehren. Die hat eben so einen göttlichen Zorn-Dingens gemacht. Wir sind tot. Mano! Scheißdreck! Ja, ich hätte es eventuell geschafft, wenn... wenn meine Waffe nicht kaputt gegangen wäre, weil dann hätte ich ihn bei seiner Heilung eventuell interrupten können. Gut, Freunde, aber das wäre nicht ich, wenn wir hier jetzt nicht ein bisschen rumgefailt hätten. Ich gehe zurück in den Nexus. Ich werde meine Waffe reparieren. Das lohnt sich jetzt nicht mehr wirklich.
Ich werde dann eben das nächste Mal die Gute dann auf Anhieb hoffentlich bewältigen und dann machen wir auch gleich weiter mit der Weltendendenz. Ja. Drei Bosse auf einmal besiegen, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Ich kann euch dann... Ach, verdammt, jetzt sind meine Seelen natürlich irgendwo im Nirvana. Das kostet natürlich ein bisschen was, das zu reparieren. Habe ich noch irgendwas? Ich könnte ja hier eigentlich mal eine Dämonenseele fressen. Das gibt natürlich auch Seelen. Aber nein, ich habe ja hier noch eine Heldenseele. Na, was für ein Glück. So, reparieren wir das eben mal schnell. Ich glaube, ich habe noch nie was repariert in dem Spiel, oder? Das müsste bei ihm gehen. I can forge weapon. Hoffentlich kostet das nicht so viel. Reparieren. Ja, perfekt. Das ist ja nix hier. Können wir gleich den Rest auch reparieren, wenn wir schon mal dabei sind. So, dalle. Nicht, dass da noch was kaputt geht. Sturmgebiete. Ach mein Gott, komm, wenn es gerade da ist. Ist es auch wieder frisch. Das Zeug wird repariert. Oh, das hat es auch nötig gehabt, wie man sieht. Gut, dass wir uns darum mal gekümmert haben. Gut, Freunde. Also, nächstes Mal geht's entweder dem Wächter oder auch der hübschen Dame an den Kragen. Man kann mich dreimal gerne killen, aber ein viertes Mal wird's nicht geben. Ihr werdet es sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Demon's Souls.